Hey ho, meine Lieben, wahrscheinlich bin ich jetzt meiner herausgekommenen Videozeit voraus, aber egal, das seht ihr dann, glaube ich, in Video 5. Ich mache heute einen Fla. Was ist Fla? Das ist eine holländische Speise, so Art flüssiger Pudding. Zählt bei denen, glaube ich, zu den Nationalgerichten, aber das seht ihr dann extra dann noch, Tag 5 Video. Und ja, ich mache heute jetzt einen auf die einfachste Art und Weise, was ich gefunden habe, im Thermomix. Ganz genau. Thermomix, wie ich schon mal gesagt habe, ist für mich ein Zusatzgerät, eine Küchenergänzung. Also bitte da die Kommentare, die blöden, einfach weglassen. Wir gehen jetzt aber darüber, da steht nämlich schon alles, und dann legen wir ganz einfach los. Wer keinen Thermi hat, kann das natürlich dann auch im Topf machen. Dazu gibt es genügend Anleitungen extra noch im Internet. Brauchen wir einfach bloß Fla selber machen, eingeben in Google. Gut, jetzt geht's aber los. Also Leute, wir benötigen einen Thermi. Meinen Thermi. Schatzis Thermi. Dann Zucker, Eier, Sahne, Milch. Ich habe hier jetzt so einen Vanilleextrakt gekauft. Warum? Bei einer echten Vanilleschote ist mir der Japs beim Preis heute vergangen. Das habe ich mir gedacht, unterstütze ich jetzt im Moment nicht. Ja, so, Sultaninen, also Rosinen, an guten Rum dazu. Seht ihr jetzt gleich. Und Speisestärke. Das ist soweit alles. Dann würde ich mal sagen, fange ich gleich mit den Rosinen an. Heiligsblechle, Leute, ich bin von meinem Schatz, von meinem Arbeitsplatz verdrängt worden. Das ist ja auch meine Küche. Also hier machen wir uns jetzt mal eine Ladung von den Rosinen, weil es wird ja ein Vanillefla, und die Rumrosinen kann man sich dann hinterher eben noch mit dazugeben. Mehr. Das muss so richtig geil rummig schmecken. Das wird schon rummig, gut. 80%, hallo. Okay, Leute, die Rosinen lassen wir jetzt ganz einfach in den Rum reingelegt. Eingelegt und ab und zu mal durchschütteln. Und wenn es fehlt, kann man immer noch einen Rum nachschütten. Ganz genau. Das ist überhaupt kein Thema. Ja. Also wie gesagt, wir machen Vanillefla und zusätzlich dann kann man eben noch die Rumrosinen reintun. Ich schüttel gerade noch nach. Ja, Rita Kruse, warum nehme ich jetzt deine ganz guten Rumrosinen nicht dazu? Ich muss das Ganze erstmal ausprobieren. Und da waren mir die leckeren Dinger einfach jetzt zu schade. Ah ja, Schatz macht schon mit dem Thermi weiter. Dann können wir anfangen, unsere ganzen Zutaten in den Thermi reinzugeben. Das ist eben das, was ich gemeint habe, dass das am allereinfachsten ist. Wir brauchen nur alles zusammenkippen, ja, und laufen lassen. Also 1 Liter Milch, dann 200 Milliliter Sahne, sprich ein Becher. Ich halte hier jetzt mal ganz brav die Cam. In diesem Rezept werden die drei Eier komplett reingekloppt. Wenn man das dann in einem Topf macht, ja, dann nimmt man dann bloß das Eigelb. 70 Gramm Zucker. Wow, ganz genau hat es getroffen. Auf Anhieb. Jetzt bin ich ja gespannt, wie viel von dem Vanilleextrakt reinkommt. Aber da können wir zur Not nachher auch noch mal was reinkippen, wenn es nicht schmeckt. Naja. Naja heißt? Wenn ich das schon lese. Was, so viel haust du da rein? Ja. Okay, lecker, lecker, lecker. Wenn ich da lese, in Wertzuckersirup. Glucose, ja, ist ja gut, ist ja naja, gut. Das ist jetzt nicht das, was ich mir eigentlich vorstelle. Ja, aber ich zahle keine 5 Euro für eine Vanilleschote. Dann, wie gesagt, hier im Thermi-Rezept kommen die Eier komplett hinein.
1, 2 und 3. Ja, war noch ein bisschen Sahne übrig. Und Ei Nummer 3. Eieiei, du hast gespritzt und gesabbert. Ich hab's gesehen. Da, hier. Und hier. Zu guter Letzt kommen jetzt noch 35 Gramm. 35 waren's, gell? Speisestärke hinzu. 15. 30, 5 Gramm noch. 35 Gramm. Jawohl. Und wie lang tun wir das jetzt? Ja, genau. Rühren lassen, aufkochen lassen, was weiß ich. Was sagt unser Rezept? Sagt 8 Minuten. 8 Minuten. Bei 90 Grad. Okay. Stufe 4. 8 Minuten, 90 Grad, Stufe 4. Ja Leute, danach sehen wir uns hier dran wieder. Ja, das ganze Teil war fertig nach eben diesen 8 Minuten. Und dann gucken wir da mal rein. Soll ich schon einen Löffel holen, Schatz? Nee. Ich will jetzt probieren, ich will kosten. Also vanillig riecht es einmal. Ist das so flüssig? Ja, das wird erst noch ein bisschen fester. Das wird aber nicht viel fester. Doch, das wird schon noch ein bisschen fester. Ganz bestimmt. Und? Naja, was? Lass mir auch probieren. Probier mal, ob dir das jetzt vanillig genug ist, weil der kühlt ja jetzt ab. Wir rühren ja jetzt. Ich probiere. Ansonsten mache ich noch ein bisschen Vanille dazu. Hau den restlichen Vanilleextrakt noch mit rein. Ah, nicht so viel. Bitte schön, mach du, bevor ich jetzt Schimpfe krieg. Gut. Und wir rühren jetzt wie lange weiter? 8 Minuten auf Stufe 1 und dann kühlt er nämlich ab. Ja, also diese nächste Stufe jetzt ist ohne Heizen. Mach hier die Gradzahl weg. Hier, weg, aus. Sonst heizt er wieder auf. Der heizt doch nicht auf. Ach so. Ach, jetzt hat er kühlt langsam runter. Ja. Ich und Thermomix, also noch ein. Ich sag auch nicht, wie du deine Bohrmaschine in die Hand nehmen sollst. Noch ein 70 Grad, das geht jetzt nach unten. Und warum wird es jetzt weitergerührt? Ganz einfach, damit sich da drin keine Haut bildet. Die wollen wir auf dem Fla oder im Fla eben nicht haben. Und derselbe Effekt ist ja dann auch nach anderen Rezepten ohne Thermi, dass man mit einem Schneebesen in einer großen Schüssel weiterrührt, bis es runtergekühlt ist. Und wenn das dann soweit ist, kommt es in den Kühlschrank. Also wir füllen das jetzt noch in eine große Schüssel um. Und dann darf mein Töchterlein das Ganze noch ein bisschen mit dem Schneebesen weiterrühren, bis es wirklich soweit abgekühlt ist, dass man es in den Kühlschrank stellen kann. Ich persönlich hätte da ja noch ein bisschen mehr Zucker rein, aber es wollen ja mehrere essen und ja gut, lassen wir es mal so stehen, wie es ist. Das hier macht doch Spaß. Mhm. Total. Willst du was dazu sagen? Nein. Ja gut, dann warten wir jetzt und Leute, ich zeige es euch dann eben wieder, wenn wir es aus dem Kühlschrank dann endgültig rausholen. Hey Leute, während die Saskia da drüben noch rührt,
weiß ich jetzt, warum mein Schatz mir so schnell beim Thermi-Rezept geholfen hat. Au, 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 au. Die ist hier nämlich am Kuchen backen und macht uns noch hier einen leckeren Apfelkuchen. Aber gut, das gehört jetzt nicht ins Video. Das war bloß so eine kleine Info. Oh, ich freue mich schon so auf den Apfelkuchen. Vielleicht zeige ich den ja nachher noch, wenn ich den verspeise. Mm. Und weil ich jetzt so fleißig war, ach komm, habe ich von meinem Schatz jetzt einen leckeren, selber gebackenen Apfelkuchen bekommen. Ach komm. Ja, und da mache ich jetzt eiskalten Probiererle. Wir sehen uns nachher. Yippie, it's flour time. So Leute, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Oh ja. Oh ja. Schatz, walte deines Amtes. Das gehört so flüssig. Die Rumrosinen kann man dann nach Wahl eben drauf tun. Da sind sie ja. Gut, dann schnappe ich mir jetzt eine Schüssel und wir sehen uns zum Probieren. Jo! Im Prinzip setzt er jetzt dieses Video mit der letzten Szene genau da an, wo das andere aufgehört hat. Jetzt kriege ich doch schon Rumrosinen rein. Ein Teil mehr gibt es nicht, der Rest. Ja, ja, von wegen. Na, dann probieren wir das Ganze mal. Oh, lecker. Mhm. Also als Vanillefla würde ich das schon mal als gelungenen Versuch bezeichnen. Jetzt noch ein bisschen die Rosinen unterrühren. Mmh. 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 Geil. Was steht denn hier auf dem Tisch? Dann nehme ich halt ihre Schüssel. Leute, das Zeug ist richtig geil geworden. Daumen hoch für mein Schatzi, wo mir da ganz gewaltig geholfen hat. Ja Leute, also so einfach kann man eigentlich ein Flar machen. Wenn man natürlich kein Thermi hat, dann ist es ein bisschen mehr Arbeit, aber es lohnt sich, das Zeug nachzumachen. Fast wieder holländische aus Tetra Pak. Richtig geil. Okay Leute, das war's mit diesem Video. Wir sehen uns. Tja, und noch speziellen Gruß an Rita Kruse, die mich da drauf gebracht hat. Liebe Ciao. Grüße!